Hallo, ich bin Nina. Ich bin Schauspielerin, Moderatorin, Bloggerin, aber vor allem Mama. Und heute zeige ich euch einen ganz einfachen Brei aus leckeren Erdbeeren, Kiwi, Banane und Hirse, damit eure Babys auch satt werden. Das Praktische daran ist, dass ihr den Brei natürlich auch einfrieren könnt für Tage, an denen ihr einfach keine Zeit habt, selber zu kochen. Ihr braucht dafür 250 Gramm Erdbeeren, etwa 200 Gramm geschälte Kiwi, 2 Bananen, 630 Milliliter Wasser und 140 Gramm Hirseflocken. Außerdem braucht ihr einen Pürierstab, wenn ihr den Brei einfrieren wollt, natürlich auch Förmchen zum Einfrieren, zum Beispiel so Eiswürfelförmchen, eine Waage, ein scharfes Messer, einen Messbecher und einen Topf mit Deckel. Während ich jetzt die Früchte schneide, kann die Hirse schon mal auskühlen, dann ist sie nachher nicht mehr so heiß. Hier kommt natürlich auch nichts weiter rein, natürlich kein Zucker oder Honig oder sonst was. Also die Banane, die macht das Ganze schon süß genug. So, jetzt wird einfach alles zusammen mit der Hirse fein püriert. Infos für die Haltbarkeit findet ihr übrigens auch unten in der Infobox. So, der Brei ist jetzt natürlich sofort servierfähig oder ihr friert ihn ein. Das würde ich dann ganz praktisch machen in so Eiswürfelförmchen oder ein bisschen größeren Formen. Bei 8 Monate alten Babys braucht man ja schon ein bisschen größere Mengen. Insgesamt ergibt es ungefähr 7 Portionen à 210 Gramm. Tiefgefroren sieht das Ganze dann in etwa so aus und dann taut ihr das einfach nach Bedarf auf. Den könnt ihr natürlich auch wirklich einfach kalt füttern. Also ich habe jedenfalls so Getreidebrei nicht unbedingt warm serviert. Ich kann jetzt nur noch guten Appetit wünschen und viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr tolle Rezepte braucht, dann checkt doch mal dieses Buch. Das ist in Zusammenarbeit mit der Babybrei-Marke Nuri entstanden. Da wird euch gezeigt, wie man ganz entspannt vorkochen, einfrieren und danach natürlich entspannen kann. Außerdem habe ich noch einen tollen Tipp für euch. Da findet ihr den Link auch hier in der Infobox, nämlich den Newsletter von Lilidu. Mom Life heißt er und der orientiert sich am Alter eurer Babys. Also bekommt ihr immer zum genau richtigen Zeitpunkt die genau passenden Tipps und Informationen. Also guten Appetit und bis bald.